Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben eine Mission weiterzuführen. Da gehen wir jetzt auch direkt hin. Oh, 150 Meter entfernt. Na gut, ich laufe zu Fuß. Normalerweise würde ich mein Motorrad rufen oder eins meiner schönen Autos, aber ich glaube, ich kann, ne? Stell ich mich ja schon mal gut an beim Laufen. Nächstes Mal nehmen wir doch wieder ein Motorrad. Gut, wir müssen zum Eingang von Dogtown gehen. Da sind wir ungefähr. Und Reed ruft an. Ja. Okay, wir müssen jetzt einen Aussichtspunkt finden. Ach, da oben ist er schon. Wir müssen nämlich die Zwillinge entführen und dann irgendwie ökologisch gerecht aufbewahren, bis wir die Mission beendet haben. So, dann einmal hier hoch, nochmal schönen Blick auf Dogtown. Ein Airdrop da hinten, ich glaube, den haben wir letztes Mal zu Recht ignoriert. Wir wollen ja weiterkommen in der Mission. So, jetzt warten wir ein bisschen. Und dann schauen wir mal, wann und wie die Zwillinge auftauchen. Also die zwei Netrunner, die wir irgendwie... Okay. Da sind sie nicht drin. Mensch, wieso pisst das jetzt so? Ich werde doch hier ganz nass. Ah, da sind Fahrzeuge, die ich scannen muss. Okay, schade. Vielleicht sind sie ja da im Konvoi und wir können den Konvoi kaputt machen. See a convoy. Hansen's goons. Doubt the runners would have a security escort, though. Okay, anscheinend nicht da drin. Mensch, ist das ein Sauwetter? Ich bräuchte einen dieser RGB-Regenschirme. Ich glaube, ich hole mir im Spiel auch noch eine Erkältung. Kann nicht gesund sein, so hier nass zu werden. Na gut, sind sie im Pickup-Truck? Anscheinend nicht. Wie viele Autos muss ich denn noch scannen? Sind sie da drin? Nein. Ui. Warum haben die dann da einen Unfall auf einmal gebaut? Oh, ich muss ja weiter Autos scannen. Got a total Cortez blocking the road. Traffic's piling up. Car's basic, run of the mill. Okay. Anscheinend irgendwie nicht die. Und die blockieren jetzt die ganze Straße. Also manche Menschen können echt nicht Auto fahren in der Stadt hier. War es das jetzt? Nö, ich muss immer noch scannen. Vielleicht sind sie das. Wahrscheinlich eine gute Idee, vor allem bei dem Regen. Wird so rutschig auf dem Motorrad dann. Je nachdem. Na, sind das die? Das ist zumindest ein cooler, cool aussehendes Auto. Na komm schon, ich scanne dich doch. Ah! Both runners are inside. Got the signal? Got it. Not gonna slip off our radar anymore. Good work. Sehr gut. Das war's anscheinend schon. Jetzt können wir die tracken und dann wollen wir die auch mal entführen. Ja, wie sind sie so schnell von da nach da gekommen? So. Na gut. Wieso denn zum Auto? Ich dachte, ich will die entführen. Wie komme ich denn da runter? Ah! Da frage ich noch. Einfach runterhüpfen. Oh, was machst du denn hier? Ist dein Auto umgefallen? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Na gut, lass mal ihn weiter an seinem Fenster rumbohren. Wer weiß, welche Drogen er zu sich genommen hat. So, kann ich es jetzt stehlen? Ah, jetzt will er schon wieder mit mir reden. Was ist denn los, Reed? Ja. Schade. Ich muss den Kofferraum öffnen. Ja, das habe ich allerdings auch. Solange jetzt keine Polizei kommt, was soll ich jetzt da reinklettern? Ernsthaft? Da passe ich doch nicht rein mit meinem BMI.
Nee, gut. Es wird ungemütlich. Aber Wie ist ja eh schlanker. So. Kann man den Kofferraum auch wieder verschließen. Okay, wir müssen die Kameras durchwechseln. Ja. Scheint zu passen. Transceiver ist grün. Sie ist frei für die Taking. Now we wait. Okay, ich war tatsächlich im Kofferraum, bis die zurückkommen. Na, ein Glück müssen die gerade nichts im Kofferraum tun. Die beschwert sich gerade ein bisschen über Hansen. Hansen. Ihr auch immer. Hallo. Ich bin im Kofferraum. Hihihi. Okay, Aurore sagt, sie hat einen massiven Hangover. Ich will das hören. Ah. Kann ich sogar. Oh, il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a abattu cet avion. Le risque est élevé, oui. Mais ce travail paie bien. Okay, die beschwert sich, dass das Flugzeug abgeschossen hat. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Die sagt, ihr Hangover kann ihr den... Naja. Ja, das stand halt da in den Untertiteln. Wir warten noch ein bisschen. Kann ich ein bisschen übersetzen? Hansen, je veux dire. Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas branché. Et il m'en fallait pas plus pour... Wieso redet ihr denn immer Französisch? Das muss ich ja übersetzen. Et un homme dur. Il survivra à tout ce qui lui balance. Na, hoffentlich nicht. Ich will Hansen doch ausschalten. Dur, juste comme je les aime. S'ils ont l'endurance qui va avec. Anscheinend steht die auf Hansen. Anscheinend können wir das weitermachen. Ah, au fait. Le mort, Slider. Est-ce que t'as appris quelque chose sur lui? Oh, die reden über Slider. Il a volé tout le monde autour de lui. Son propre gang, Hansen et quelques pauvres types aussi. Ça lui avait rapporté un... Okay, anscheinend hat Slider von jedem gestohlen. J'ai un fichier tout à l'heure. Je le garde sur ma mémoire secondaire. T'auras qu'à faire une recherche. Okay, La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Okay, kann ich jetzt aussteigen und euch einen in die Fresse hauen? Ah, okay, ich steuere es anscheinend vom Kofferraum aus. Und der Alarm ist an. Entschuldigung. Der lebt bestimmt noch. Hey, die versuchen ja hier aktiv gegenzusteuern, das mag ich aber gar nicht. Na gut, hört mal auf, komisch zu lenken. Ich kann das Auto gerade nicht mehr steuern. So, jetzt aber. Hab noch irgendwie 50% Zeit. Uiuiui. Ein Auffahrunfall, der das Spiel zum Lenken gebracht hat. So, 40% irgendwie. Wegpunkt ist jetzt zum Glück gleich hier. Und nochmal ein kleiner Leck. Warum auch immer. Oh, das war noch nicht der finale Wegpunkt. Dann wird es aber knapp. Hoffentlich ist das der vor uns. Wieso leckt das denn gerade so? Was ist denn los mit dem Spiel? Hab doch gerade erst einen neuen Grafiktreiber installiert. Ein Glück, wäre mal von niemandem verfolgt. Stehen zwar überall Wachen rum, aber anscheinend ist das egal. 10% noch. Spiel leckt, aber anscheinend angekommen. Ja, Merde in der Tat. Na gut, jetzt sind sie neutralisiert. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Hey! What in the fuck? Die haben sie tatsächlich erschossen. Fuck, you wiped them. Warum denn das? What do you think we'll do? Bind their hands with duct tape, shove socks in their mouths and wait for them to wriggle free and call for help? Ja. It's a simple choice. Them or us. I chose us. Wow, das ist kaltherzig.
Alex, you knew about this. This execution. Of course I knew. Textbook move. Not exactly my first mission, V. Ja, danke. Comes with the territory. Ihr hättet mir auch irgendwie davor davon berichten können, dass wir die umbringen. Right. Greater good. Need to make tough calls. The greater good, the lesser evil. In the end, it's the same. Whatever comforts you and helps you do the right thing. Ist das das richtige Ding? Also nur damit ich überlebe, müssen ganz schön viele Menschen sterben. You still need to lift the access codes off them. Aurora's the one to check for those. Oh gut. Ja. Rein in die... in das tote Hirnimplantat. So, Blind and Dead. Ich glaube, das haben wir gerade bei dem noch lesen können, was wir über Slider geredet haben. Lade ich gleich auch mal runter. Ich kann einfach in ihrem Gehirn noch suchen. Das ist praktisch. Und jetzt her mit den Access Codes. Und einmal ausklinken. Wollen wir die nicht noch ein bisschen aufräumen oder zumindest beerdigen? Die haben jetzt echt nichts getan. Ich meine, nur weil sie Franzosen sind. Ich kann zwar kein Französisch mehr, obwohl ich 6 Jahre in der Schule hatte, aber das ist dann doch ein bisschen, geht ein bisschen zu weit. Okay, ich muss anscheinend mein Outfit wechseln. Schade eigentlich, ist das wirklich ein Netrunner-Outfit? Ja, ist ja das, was er, glaube ich, anhatte. Wir sehen zum Verwechseln ähnlich aus, würde ich sagen. Naja, nicht ganz. Der hat ein bisschen andere. Ist egal. Soll passen. So, rein ins Auto. So, und was machen wir jetzt? Wir haben jetzt nur die Kleidung. Die kann ihr Gesicht zumindest verändern. Und ich glaube, wir hatten ja auch erst eine Operation, dass wir das können. Das ist fancy Tech. Und ein schönes Zwinkerchen. Na gut, mach mal das auch mal. Hat's geklappt? Bin ich jetzt ein Franzose? Die Sonne? Ulala, anscheinend schon. Oh, nice. Hang on, that's me. What the hell? Prim, right? Give it a whirl. Introduce yourself. Ich probier's. Okay, here goes. Emmerich Cassel. That it? Well, yeah. Well, sounded like him at least. It can feel like a real trip at first, but you'll get used to it. Take a sec, collect yourself, then we move. Hansen's waiting. Das klingt gut, dann geht Hansen jetzt endlich an den Kragen. This will be our last stop together. I haven't forgotten our deal. I has greenlit it. A diplomatic mission, no end date. Call it early retirement. Thanks much, Reed. Das klingt doch zu gut, um wahr zu sein, dass die in frühen Ruhestand darf. In Filmen heißt es immer, dass sie in der Mission sterben oder auf ihrem letzten Auftrag sterben. Hoffen wir mal, dass Alex überlebt. Das ist gerade der einzige Charakter, den ich wirklich mag, würde ich sagen. Außer Johnny Silverhand, der ist auch cool. Let me let you in on my secret about how to be someone else. Ask yourself 3 questions. Okay. What do they fear? What do they want? What's their deepest secret? Das ist zumindest eine gute Hilfestellung, wenn man jemanden impersonieren will, jemanden nachahmen. Something to keep in mind and be him. Ja, ich bin doch gerade eher. Ich rede Französisch. Ich sehe rothaarig aus. Was willst du denn hinter mir? Wenn wir wieder einen Unfall bauen. Chill, Dude. Dann überhol halt. Was machst du?
Ist das Reed hinter mir? Könnte Reed sein. Also das ist dämlich. Irritiert mich beim Fahren. Nee, gut. Dann einmal in die Tiefgarage. Schön auf die falsche Seite reinfahren. War ja immerhin der Wegpunkt drauf. Sicher, dass es eine gute Kameraeinstellung ist in der Tiefgarage. Vielleicht sollte ich auf First Person View wechseln. Och, klappt ja bis jetzt. Außerdem sieht die Beleuchtung, meine Rücklichter, so schön aus. Ich weiß zwar nicht, warum mein Bremslicht an ist. Ich bremse hier gar nicht. Ja, habe ich kein richtiges. Ich habe mal kurz gebrake-checkt. So. Auf zum Missionsmarker. Ui, 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 die Kamera. Die Kamera. Oh, wir werden gescannt. Na, ich hoffe, da geht nichts schief. Oh, na gut. Das läuft ja zugeschmiert hier. Frag mich, was hier der Catch ist. Außer die Kamera. Ja, ich park ja schon. Bevor wir gehen, remember? He wants something from us, not the other way around. We are here to sell him Cynosure mainframe access codes. Stick to the facts. Know who you are and are not. Aha. Okay, wir können jetzt V drücken, um wichtige Informationen anzuzeigen über uns. Let us go see him. Na gut, was steht denn da? Wir anscheinend übertragen wir unsere Erinnerung auf externe Festplatten. Wir haben keine Erinnerung von 2073 bis 2075. Wir waren bei einer Firma, die Petrochem heißt, von 72 bis 74. Wir behandeln unseren Körper wie ein Tempel. Also wir machen nichts mit Drogen, also zumindest nichts mit harten Drogen. Wir sammeln klassische Fahrzeuge und ich vertrage so überhaupt keine Erdbeeren. Na gut, dann ganz unauffällig so verhalten, wie sich der verhalten würde. Hey Jungs, hey Jungs, hey Jungs, ich bin der französische Netrunner. So. Hi, nur unauffällig, beachte mich. Ganz natürlich verhalte ich mich. Na gut, genug rumgeblödelt. Magnifique, because we have a meeting with Colonel Hansen. Now. Oh, so sieht's aus. Ob, ob. Ich glaube, ich kann nur noch eine Handvoll französische Wörter sprechen. Und das für 6 Jahre in der Schule, das gehabt zu haben. Okay, das ist Murphy. Quite the stadium. So, this is your celebrated stadium. Nee, ich habe den Akzent nicht getroffen. That's right. Once an EBM and Petrochem monument to Bloodsport. Today, a hub for global trade. Global trade? The colonel is here already. He is waiting for you. Fantastic. Magnifique. Na gut. Dann wollen wir mal Hinsen ausschalten. This way. Und was uns noch zum Plan gehört. Songbird retten. Der Familienauftrag eben. Du hast aber ein sehr edgy T-Shirt an. So. Was macht man jetzt im Aufzug? Murphy, it seems familiar. No, I believe we have met. I'm certain we have. Oh, oui, you love to frequent the bordellos of Paris, no? What? I'm only fucking with you, Murphy. It's a pleasure. Okay, hat sie gerade gesagt. Hey, den Murphy, den kenne ich doch. Der mag in Paris die Bordelle zu besuchen. Hat er sehr verstört drauf. Irritiert. War anscheinend aber nur ein Witz von, wie auch immer, von Alex. Von Alex in Disguise. Ui, ich glaube, hier sollten Feuerlöscher rein. Das entspricht aber nicht den Arbeitssicherheitsstandards. Auch nicht für so ein Stadium. Habt ihr was zum Looten? Was willst du? Sehr schön. Sehr schön. Auf gar keinen Fall.
Oh shit, hab keine andere Wahl. Na gut. Next, we'll need to run some ID scans. A joke around as we might get along as we do. Ultimately, this is a place of serious business. You understand? Natürlich, immer hier mit den Scans. Hallo. Also, ich wurde gar nicht gescannt. Auf zu Hinsen. Oh je. This here is the heart of our little empire. Tell me, what do you do here? Your operation, precisely. Arms trading, mostly. Need to start a war? End one? Planning a coup, maybe. We don't ask these questions. Es glaubt besser, solche Fragen nicht zu stellen. Some. But our reach stretches around the globe. Japan, Australia, the Balkans, Lagos, you name it. Ich sollte ihn vielleicht darauf hinweisen, dass ich... Ah, Reed meldet sich. Take your time. I need 10 more minutes at least. Not much further now. I couldn't get started earlier without risk of being compromised. Ist ja gut. This should go without saying, but stay in character. Ja, ja. Vertrau mir doch. My brother, he talks little. Huh. Noticed and noted. Sometimes I find this creepy. But not you, I hope. Hey, just met the guy. My, my. A diplomat. Richtiger Diplomat. Ich sollte die vielleicht darauf hinweisen, dass ich Cyberware installiert habe, das immer noch eine Waffe ist. Zum Beispiel Monoware. Ich werde ja meine Arme nicht in den Spind getan haben. Das heißt, dass ich meine Waffen abgelegt habe, bringt ja gar nichts. Ah, Hansen direkt. Der Mann höchstpersönlich. Hallo. Bonjour. A pleasure to see you both. A pleasure. Bon. Songbird needs a moment to disarm the device. Welches? Ah. Hi, Songbird. Wir retten dich gleich. Oh, ich will nicht chatten. Der ist so unfreundlich immer, wenn man mit ihm reden will. Oh, setzen wir uns halt hin. I'm sure. I hear you're not the type to do anything hastily. Ja, keine Ahnung. We have much in common, Colonel. I have heard the same about you. Interesting. I usually hear the exact opposite about myself. So many fear criminals for their weapons, muscles, chrome, but are blind to the mind underneath. A betrayed man, patient for his vengeance. He is dangerous. Changing the subject. Did you enjoy yourselves at the Black Sapphire? My people tell me the games went high stakes. You two left richer and happier, I hope. Zu meinem Bedauern, ja, ich als Wie hab alles verloren, wirklich alles. We had losses, but came out on top in the end. And this brainless prick joined. He lost everything. Ja, das war ich. I remember the prick. He had it coming. The Black Sapphire is my pride and joy. I worked hard to make it the go-to destination for Night City's royalty. Why did you stay in Night City? You are not from here. Well, seems I'm not the only one who's done their homework. Yeah. It's a good question. One I've asked myself many times. Call it a symbol I've grown attached to. Like the NUS flag, Night City represents a great failure. Ooh, das ist eine harsche Aussage. Of yours? Of principles. Say. It's been a while since you were last in Night City, hasn't it? Not since Sinosure. Quite right. I'm not Sinosure. Na gut. Emmerich had other business in Night City. Was für ein arschiger Diktator. He collects them. I say to him how wonderfully pretentious he is. Interesting. And what rare gem brought you halfway around the world? Keine Ahnung, vielleicht der Porsche? Den kenne ich zumindest, also ist es in der... Perhaps you know this man, Grayson?
He wanted to sell me a classic Porsche, once owned by a famous American rocker boy. Everyone knows Grayson, and this rock star. Yeah, I remember hearing about this sale. Well, it fell apart. Grayson was a fool. He weaseled out in the final hour. Please, I have vodka. Help yourselves. Ooh, vodka. I'm sure you never put pleasure before business, but I insist. A symbolic drink. Glaubt, das dürfen wir aber nicht trinken. Link steht ja, wir dürfen keine Substanzen abusen. You have many friends, it seems. Oh, I've visited many places. Forged my fair share of stories, to be sure. Siberia was just one pit stop of many. Oh, you are a well-traveled man. It's easier to count the places I haven't been. I know where to find what no one else has, and who to call to get it. There are two ways to build a strong professional network. One is travel, the other, a prison term. Who sieht's aus? Ah, right. I'd almost forgotten. My friends in Los Santos send their regards. C-Block. Your friends are mistaken, I think. Are you sure? You spent 2 years in that prison, under a false name. That's right, in the VIP wing. But the cockroaches in C-Block don't know who is there. Then forgive me. I must be mistaken. Colonel, may I see your knife? By all means. It's a tradition. Wir können ihn, glaub, jetzt direkt umbringen. You see, I spent some time in the Philippines. I've had a keen eye for fine blades. Hey, was soll das? Fascinating. Gib ihm die Waffe doch nicht zurück. By the way, Amerik, I asked around a bit doing my due diligence. They tell me you worked at Petrochem 3 years ago. Oh. Corporations rarely let your caliber talent slip through their fingers. How did you wriggle out of the contract? Da steht doch, wir haben bis 74 Tage gearbeitet, wir haben Cyberpunk 2077. All change in the corporate world is affected with money. I could afford it. A convenient answer. Generic, uninspired, and almost definitely untrue. Hab ich was Falsches gesagt? Given when this was, I'm amazed you claim to have any memory of it at all. I thought our collaboration was built on trust. I was sorely mistaken. Oh. Right. On trust. Oh je, ich glaube, ich habe was Falsches gesagt. Glaubt, er ist uns auf die Schliche gekommen. The mainframe is ready. You remember the terms. One of you feeds in the access codes, the other stays with me. Ooh, I volunteer to stay. Wieso muss ich mit Songbird mit? Na gut. Hier sind ja alle eingeweiht. Ich wünschte, ich hätte meine Waffen. Ich glaube, der verdächtigt mich hier nicht der Richtige zu sein. Wir hatten ja Memory Loss zu dem Zeitpunkt, wo er uns gefragt hat. Das ist ein bisschen doof. While you are waiting, I ran some initial diagnostics. Sehr schön. The mainframe is prepped and linked with our systems. She's ready to go. Sehr schön. You know, he created this lab especially for the occasion. Tens of millions of eddies invested for your visit alone. That's Kurt for you. Sehr generös, sehr generös. So. Songbird hat noch nicht mit mir als W geredet. Die weiß doch auch hiervon Bescheid. Ah. I have a plan in place for once we secure the neural matrix. Okay. I'll hack the local net, override its defense systems, turn the whole stadium hostile. We'll slip out in the chaos. Oh, klingt doch gut. Oh, die Option klingt nicht gut. But how many would die? They'll die so we can survive. Live. Ist das wirklich so? Wieso müssen so viele Sterne damit geleben können? Sieht ja fancy aus. Das klingt gut. Ich bin ganz gut im S-Holen.
Alex and Reed are minimizing risk and exfilling early via the route. Here she is, in all her glory. Das kleine Ding da drin. Got that sorted already. Check stadium blueprints. Know which way to run. Okay. So, shall we? Na gut. I am ready. Linked. Connection quality. Thousandth of the decimal. It'll have to do. Then in we go. Actuating the mainframe. So I see. It's responding. Stay sharp. Almost open for input. Thank you. Really. Thank you for being here. Just. Kein Problem. More. Okay, your turn. It's ready for the access codes. Betray? Achso, ja, wir wollen die ja K.O. schalten. Deswegen haben wir so ein Eisimplantat bekommen. Und Songbird will das auf eigene Faust lösen. Ach, die hat mich so oft angelogen, Wir bleiben mal auf Reeds Seite. Ich hoffe, das ist die richtige Wahl. Relax, Sony. We're almost there. Hmm. Home stretch. Mm-hmm. The neural matrix. Kurt, we have a problem. No, I can handle the one down here. Oh. Really expected this to work? Ja. Fuck, was ist jetzt los? Somi! Wait! You don't know what you're doing. Oh, but I do know me. Fuck. Doing what I have to survive. Nein, Alex! Oh. Okay. Alex ist Geschichte, das ist nicht gut. Was macht Somi denn? Nein, die Matrix. Nicht schießen, nicht schießen. Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Hansen war. Ein bisschen was hast du auch gemacht. Fuck, die mördert die echt gut weg da. Was ist denn mit mir gerade los? Ist mein Relikt wieder am... Ah. Da ist ja Johnny. Na, der kennt ja das Gefühl. Hey, das versucht man doch zu hören. Somebody crank the dials. Max amps. Ripped a hole in space time. Lucky you made it back. My head. Oh. We talked to him. So me. She fought back. Reached past the black wall. What the fuck? Move it. What happened? Lost control. Alex is gone. Alex. Na, echt schade um Alex. Okay, ein Glück habe ich noch meinen Monowire und habe meine Arme nicht angegeben. Abgegeben im Spind, aber meine Waffen habe ich glaube nicht zurück. Och komm schon, lass mich dich looten, ich brauche Waffen. Okay, wir haben eine Pistole, das ist schon mal nicht schlecht. Da ist ein Weg. Das kann man benutzen. Oh, hier ist auch noch Loot.
Ah, die kommen von oben rein. Vielleicht kriegt man da direkt Hansen. Mono-Wire-Action. Ein Glück bin ich so aufgepumpt mit Cyberwehr. Da stecken Millionen in meinem Körper. Naja, fast zumindest. Waffen. Oh, anscheinend konnte ich auch hier rein. Irgendwas Interessantes für mich hier. Oh, Mist, da liegt ja Alex. Hast du Loot für mich? Nicht mal das. Ach, das tut mir echt leid. Ich mochte die wirklich. Naja. Berufsrisiko. Light Machine Gun, her damit. Und eine Pistole. Wird den Zweck schon erfüllen, denke ich mal. Open. Was? Oh, da sind sie. Warte, ich muss erst nachladen. Ist da irgendwie ein Geschützturm, was auf mich, der auf mich ballert, oder? War da oben auch jemand? Ja, lasst mich in Ruhe. Looten, lasst mich in Ruhe looten. Ein Glück, hier liegt eine Waffe. Sieht aus wie ein Sturmgewehr. Ja, ich bin mit dem Mono-Wire tatsächlich auch zufrieden. Orangenes Zeug. Warnt hier 5 Komponenten. Nehme ich mal mit. So. Ich würde sagen, das Mono-Wire ist, die können ja gut springen. Mono-Wire ist auf jeden Fall nicht schlecht installiert zu haben. Macht schön Schaden gerade noch. Gut, hier können wir nichts machen. Interessant, dass die Chimäre, oder nicht interessant, aber ein Glück, dass die Chimäre nicht nochmal aktiv ist. Zumindest, wenn ich meine richtigen Waffen nicht habe. Ich hoffe, die kriegt man gleich zurück. Wenn ich mich richtig dran erinnere, sind wir ja gleich an der Stelle. Da ist noch Loot. Sind wir gleich eigentlich an der Stelle, wo ich meine Waffen abgelegt habe. Ja, mit dem Zeug. Wir haben eine ikonische Machete bekommen. Und du hast auch noch Zeug für uns. So, dann einmal zum Wegpunkt, nachdem wir das hier gelootet haben. Da sind doch die Spins. Take all. Sehr schön, da sind meine Waffen. So, erstmal wieder ausrüsten, sonst wird es nicht. Die Submachine Gun, die... Was war die gute Pistole? Gute Pistole. Skippy vielleicht nicht. Majesty Plan B, das war die von Johnny, denke ich mal. Und dann, was haben wir noch? So ein schönes Power Sniper Rifle. Ich hoffe, das war das. Sehr schön. Ja, sieht gut aus. Oder? Sieht gerade ein bisschen komisch aus hier. Wieso habe ich kein Visier? Und ich glaube, das glitscht ein bisschen. Ich glaube, die Waffe glitscht. Das sieht nämlich so aus, als ob das Modell nicht richtig geladen ist. Ist ja witzig. Ich wechsle gleich die Waffe. Ich will es hier noch ein bisschen ausnutzen. Hui, Explosion. Vielleicht klappt es hier nach dem Nachladen wieder. Aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Warten wir mal, bis er seinen Kopf zeigt. Na komm schon. Ja. Das ist das Problem, wenn man hinter der Deckung nur seinen Kopf zeigt, kann der Gegner auch nur den Kopf treffen oder halt daneben schießen. Komm, andere Waffe. Hä? Ich habe die anderen Waffen doch auch. Wieso rüstet der die nicht aus? Nur das Mono-Wire und die Sniper. Pistole. Oh, das buggt alles. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus gerade. Ah, die Waffe funktioniert hier zumindest. Hui. Habe ich Granaten? Wieso habe ich keine Granaten? Da müssen wir kurz ins Inventar. Behavioral Implant Sync. Okay, kann ich das jetzt einfach... Ja, kann eine Granate ausrüsten. Hui. Und meine Waffen sind nachgespawnt. Ist das nicht schön? Wieder so ein fetter Typ. Hör auf, zurückzuschießen. Hör auf, zurückzuschießen. Her mit dem Zeug. Jetzt sieht's richtig aus. Also, falls ihr den Bug encountert, könnt es helfen, was Neues auszurüsten.
Ich habe das LMG hier aufgehoben, das der fette Typ, glaub, hatte. Oder das auf dem Auto war. Egal wie, ich hab's jetzt. Kann ich leider nicht dauerhaft ausrüsten, aber ich kann's mitnehmen. Schön Loot, Loot, Loot. So, jetzt müssen wir aber Hinz noch aufs Maul hauen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht entkommen. Das wird mich echt anpissen. Ja. Präventiver Angriff. Ich will keine Shotguns essen. Wo seid ihr denn alle? Ja, das ist eine gute Frage, was Sumi hier getan hat. Au, 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 wer schießt? Wieso schießt du auf mich? Hab hier nichts getan bis jetzt. So, jetzt habe ich dir deinen Loot geklaut. Jetzt darfst du schießen. Oh, wir haben noch 114 Schuss. Da müssen wir ja ein bisschen sparsam sein. Naja, hat auch so geklappt. Lila Zeug auf dem Boden. Ich mag mein lila Zeug. Granate, Granate, ihr seid zu viele. Au, wer, wo, warum? Autsch. Lasst es. Jo, wir sind auch ein bisschen schuld jetzt an dem Massaker. Irgendwer sniped da doch auf mich, oder? Ja, der Kollege da oben. Oh, das war mal ein kritischer Headshot. Irgendwie 1039 Schaden. Na gut. Noch hier kurz zu Ende looten. Oh, die Waffe haben wir immer noch. Vielleicht behalte ich die. Die paar Schuss können nicht schaden. So. Jetzt aber raus hier. Na gut. Raus mit uns. Oh. Oh, das ist tatsächlich Hansen. Ja, ja. Wir können die Zeit anhalten. Und ich habe noch Schüsse. Noch 35 in der Waffe. Hey, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Der bewegt sich auch so schnell. Deswegen kann ich ihn kaum treffen. Oh Mist, noch 15 Schuss. Ist ja gut. Okay, ich glaube, das war's jetzt mit der Waffe. Keine Munition mehr. Was macht der denn da oben? Bro, komm runter. Muss halt Johnnys Waffe herhalten. Schön auf die Rübe. Schön auf die Rübe. Ich glaube, wir sind etwas überlevelt inzwischen. Glaubt, wir sind etwas überlevelt. Hey, der macht auch seinen Quickspeed an. Hey, was jetzt? Hey, hey, hey. Autsch. Autsch, lass das. Okay, der verliert gerade keinen Schaden und ich habe keine SMG-Munition mehr. Aber ich habe Sniper-Munition. Hey, nein, 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 nein. Nein, ich bin noch zu jung zum draufgehen. Rück mir mal nicht aufs Leib. Auf den Leib. Ist ja schon wieder hin. Ach, der mit seinem Superspeed da. Ich muss doch nachladen. Naja, Bunny hoppen hilft auch in dem Spiel. Nein, ich habe nicht getroffen. Repetier. Fuck. Lässt es. Au, meine Hand. Hansen, das tut weh. Nimm's Messer da weg. Nimm's Messer da weg. Oh, das macht immer schön Schaden. Also dafür habe ich keine Munition. Aber hierfür habe ich Munition. Mensch, hat er mich schon wieder angegangen. Muss hier mal wegspringen. Was hast du noch für mich? So, jetzt haben wir auch die Zeit angehalten. Ich weiß, der hat einen Schwachpunkt am Fuß, aber ich denke immer noch, Headshots bringen ein bisschen mehr. Ja, also so vom Schaden würde ich sagen, bringen mehr. Oh, nicht schon wieder die Sequenz.
Au! Die gleiche Stelle. Aber haargenau die gleiche. Mist, keine Munition in dem Teil. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Oh, ich habe ja Granaten. Granate, Granate, Granate. Soll da mal ein bisschen. Ja, lass mich nachladen. Lass mich nachladen. Wo bist du denn? Jetzt aber. Ein Prozent hat er noch. Und Nosco. Ja. Wie in den alten Call of Duty Tagen. Ich loot das, also. Oh. Bist du einfach so gestorben? Wollen wir noch ganz sicher gehen? Hm. So. Wir sind sicher gegangen. Der kommt definitiv nicht zurück. Und hier liegt einfach Munition rum. Die hätte ich doch davor gebraucht. Na gut. So. Ich würde tatsächlich sagen, ich sehe gerade auf die Uhr und ich würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Mal auf dem Höhepunkt aufhören. Genau, ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.